Das Interessante an dem Rennen ist, dass es hautnah ist. Die Zuschauer sind direkt am Geschehen und sind 88 Mal dabei, wenn Gas gegeben wird, wenn die Rennsportler auf das Ziel zusteuern. Das Radrennen hier in Hiltrop ist eines der anspruchsvollsten Amateurrennen, die es in NRW oder bundesweit gibt. Wer hier vorne fährt, ist ein ganz starker Rennradfahrer und einer der besten Amateure Deutschlands. Also bei mir war es selber so, ich stand hier schon als kleines Kind, bin dann irgendwann auch mal mitgefahren, war dann ja auch erfolgreich. Also das sind die Rennen, die mich früher angespornt haben, wo ich dachte, oh, da will ich mal mitfahren, da will ich auch mal ganz oben stehen. Und so 88 Mal rund um die Marktallee war als kleines Kind immer ein Riesenrennen für mich. So hat ja jeder irgendwie auch mal angefangen und ich glaube, das ist auch das Schöne. Das ist noch das, sage ich mal, so ein bisschen Unverbrauchte, die Eltern kommen, der familiäre Support ist da. Ich glaube, das hat auch einen gewissen Charme.